Werden alle Übermütigen und alle, die gottlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Heerscharen, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt
weder Tag noch Nacht. Und um den Abend wird es Licht werden. Thank you.
Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, an dem du von ihm isst, wirst du unweigerlich zugrunde gehen. Die Schlacht.
Schlange, aber war listiger als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr geschaffen hatte. Und sie sprach zum Weibe: Hat denn Gott wirklich gesagt, ihr dürftet nicht von jedem Baum im Garten essen? Da sprach das Weib zur Schlange: Wir essen von der Frucht der Bäume im Garten, aber von der Frucht des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet ganz gewiss nicht sterben, denn Gott weiß, an dem Tage, an dem ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Da sieht das Weib, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, weil er klug macht. Und sie nimmt von seiner Frucht und isst und gibt auch ihrem Mann davon. Und sie essen beide. Da wurden ihre Augen aufgetan. Und sie erkennen, dass sie nackt sind. Und aus Feigenblättern machen sie sich Kleidung. Yeah.
Weißt du, was dort geschah? Damals auf Golgatha. Unser Herr starb für dich, vergoss sein Blut für dich, bahnte den Weg zurück. Den Weg zum ewigen Glück, zum Vater.